Moin, ihr Sonnenscheine, Tote und Verletzte nach Attacke auf Solinger Stadtfest. Bei einer Attacke auf einem Stadtfest in Solingen hat es 3 Tote und mehrere Verletzte gegeben. Aus Polizeikreisen hieß es, der Fall werde als Anschlag eingestuft. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Die Polizei löste Großalarm aus. In Solingen hat es am Abend bei einer Attacke auf der 650-Jahr-Feier der Stadt nach ARD-Informationen 3 Tote und mehrere Verletzte gegeben. Die Tatwaffe sei mutmaßlich ein Messer gewesen, hieß es aus Polizeikreisen. Der mutmaßliche Täter soll auf der Flucht sein. Die Polizei löste Großalarm aus. Die Hintergründe sind noch unklar. Aus Polizeikreisen hieß es, der Fall werde als Anschlag eingestuft. Tatort ist der Frohnhof, ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen. Bislang ist die Lage unübersichtlich. Hubschrauber sind in der Luft, Beamte haben den Einsatzort gesichert. Es gibt Absperrungen in der ganzen Stadt. Sichtschutzwände sind aufgebaut. Nach WDR-Informationen hat die Polizei Düsseldorf die Ermittlungen aufgenommen. Mehr Informationen ARD tagesschau.de